Mitten in Berlin, im Stasi-Gefängnis. Henry Leuschner ist ein Teil der traurigen Nachkriegszeitgeschichte Deutschlands. Der 54-Jährige hat hier fast 2 Jahre verbracht. Nachdem er versucht hatte, aus der DDR zu fliehen, wurde der Deutsche eingesperrt. Er zeigt uns den Ort, mit dem er schlimme Erinnerungen verbindet. Ich war damals in Bayern 38 eingesperrt, in dieser Situation da drüben, wo die graue Tür ist. Jedes Gebäude hat hier einen anderen Klang. Bau 38, 61er, 1910. Jedes klingt ja anders. Der einzige Weg der Kommunikation wäre durch die Wände gewesen. Das aber ein totales Silence-Gebäude. Da waren 2 Wachtürme, haben jemals insgesamt 16 Leute bewacht. Ringsherum war eine größere Anzahl von Soldaten. Man geht fast aus, dass es mehrere Tausend gewesen sind, die hier spezialisiert gewesen sind. Die wussten natürlich nicht, was hier drin passiert. Das war hermetisch abgeriegelt. Dann wurde festgeschnallt, weil die mussten die Binden runterkriegen. Die haben aber nichts gemacht, die haben keine Flüssigkeit drunter gespritzt, damit sie sich lösen, sondern irgendwie einfach runtergezerrt. Und dadurch ist mir die frische Haut mit abgezogen worden. Zu dem Zeitpunkt damals konnte ich auch meine Hände nicht bewegen, alles da. Und ich habe einen extremen Feigling, so blöd wie es klingt, vor Elektro. Natürlich wurde ich hier nicht gefoltert, das ist alles Schwachsinn, sondern die mussten mit Elektroschocks oder Elektrolyten meine Hand wieder aktivieren, damit meine Narbe, weil hier ist ein kompletter Durchschuss gewesen. Ich war achtmal, 18 Tage in verschiedenen Bestrafungszellen in Untermalsfeld, die waren anders gebaut wie die hier. Eine Zelle in der Zelle, Tür ging zu, Licht ging aus und ich war dann hier alleine. Hier gab es einen Kübel, da konnte man seine Vorricht machen, das Fenster dort hinten war zugemacht, es war total dunkel gewesen.